Ja, es ist wieder einmal Zeit für den GR heute Politblog zu meinem Beitrag für den Macha. Wie man hinter mir sieht, einmal ein bisschen aus ungewohnter Räumlichkeit, die man vielleicht sonst nicht immer so gesehen hat. Auch wir sind seit einigen Wochen im Homeoffice am Arbeiten und sind von da aus tätig. Man sieht hier klar die Vorteile von Digitalisierung, wo wir uns heute drin befinden. Es ist recht gut möglich, aber man sieht jetzt nach einigen Wochen doch auch Nachteil und man merkt effektiv, wie einem vor allem auch die sozialen Kontakte anfangen zu fehlen. Aber es soll in meinem heutigen Blog gerne nicht um das gehen, sondern viel lieber würde ich kurz die Entscheidung der Präsidentenkonferenz von Anfang dieser Woche beleuchten, wo es darum gegangen ist, dass keine Sondersession zum Thema Corona soll stattfinden. Wir sind ja dezidiert der Meinung, sind es am Vorfeld breit geäussert gehabt, dass eine Sondersession im Mai zu diesem Thema sollte stattfinden. Uns haben verschiedene Punkte eigentlich zu dem bewogen. Zum einen ist sicher, dass man dem Thema die Wichtigkeit auch geben kann, dass man die Massnahmen, die die Regierung jetzt erlassen hat, wirklich kann entsprechend sauber diskutieren und miteinander anschauen und allenfalls auch weiterentwickeln. Zum anderen ist es aber auch die hohe Geschäftslast, die wir haben. Wir haben die April-Session abgesagt, müssen jetzt die Geschäfte zu einem grossen Teil in der Juni-Session ebenfalls noch machen. Die haben wir zwar verlängert, aber wir wissen alle, wie es ist, wenn man die Geschäfte einfach vertagt und nicht dort macht, wo man sie machen sollte. Und jetzt kommt eben noch das Thema Corona mit dazu. Dem Thema muss nach unserer Meinung möglichst schnell, möglichst politisch den Platz gegeben werden, den es jetzt eben auch braucht. Bis jetzt mit Anfahren hat die Regierung, meine ich, einen guten Job gemacht. Das darf man ihr auch einmal entsprechend so sagen. Aber jetzt kommt natürlich die grosse Herausforderung. Wie fahren wir wieder rauf? Und zwar, wie fahren wir wieder rauf, dass wir auch möglichst viel vom für uns in Graubünden sehr wichtiger Sommertourismus könnt mitnehmen und vor allem könnt retten. Uns in Graubünden darf es ganz besonders nicht passieren, dass wir eine zweite Welle auslösen, dass wir allenfalls wirklich müssen den Sommertourismus auch noch auf die Landbank schieben und dort nicht könnten das Geschäftsfeld wieder möglichst bald auffahren. Die Probleme, die wir dann natürlich mit uns suchen, sind extrem gross. Ich glaube, das ist uns allen auch an dieser Stelle bewusst. Darum sind wir zu dem Schluss gekommen und gesagt, wir müssen festhalten an dem. Wir müssen uns im Mai dezidiert Zeit nehmen, um das Thema miteinander anzuschauen. Es wäre nach unserer Auffassung auch zeitlich möglich gewesen. Wir haben von jetzt an weg noch 4 Wochen Zeit, um das Ganze vorzubereiten. Die Geschäfte der Regierung sind da. Wir kennen alle Notverordnungen der Regierung. Kommissionen hätten sich anfangen können treffen. Kommissionen haben die Möglichkeit, um sich mit Grundsatzbeschlüssen einzubringen, um dort entsprechend eben auch die Regierung allenfalls in eine Richtung lenken. So sind einzelne Kommissionen auch informiert worden. Man hat dann aus den Medien können erfahren, dass bereits am 15. April die ganze GPK mit allen Unterlagen bedient worden ist und informiert worden ist. Es sind aber auch Haufen Forderungen in den letzten paar Wochen aufgeleistet worden. So haben einzelne Parteien sich verlauten lassen, dass es ein Stützprogramm braucht für selbstständige Erwerber, die der Kanton Graubünden soll aufgleisen. Andere haben nochmal ganz neue Ideen jetzt hier eingebracht. Es darf uns nicht passieren, dass uns die Zügel jetzt aus der Hand laufen. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir koordiniert vorgehen, dass wir alle auf einem Zug haben und nicht, dass wir irgendwelche Treffen haben von Regierung mit einzelnen Regionen, mit einzelnen Grossräten oder mit einzelnen Gemeindepräsidenten und mit anderen aber nicht. Darum ist das Funktionieren von direkter Demokratie in dem Moment jetzt extrem wichtig und auch richtig. Und zwar möglichst schnell und mit möglichst viel Raum. Leider ist das verweigert worden und wir müssen das in den Juni reinpressen. Wir hoffen natürlich das Beste und werden uns im Juni ganz sicher im Sinn vom Kanton Graubünden weiterhin einbringen. Danke vielmals und bleiben Sie gesund.